Können Sie sich vorstellen, auch bis 72 zu arbeiten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich betreibe nicht nur den Kanal rentenbescheid24.de auf YouTube, sondern auch den Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen. Meine Damen und Herren, ich habe vor ein paar Tagen einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Rente ab 72. Da gibt es einen neuen Vorschlag der FDP vom Herrn Dürr. Und der Herr Dürr meint, ja, den Leuten in Deutschland wird doch verboten zu arbeiten und die sollen doch freiwillig bis 72 arbeiten. Und ich hatte da in dem Beitrag auch mal kurz erklärt, was eigentlich in Wirklichkeit dahinter steckt. Und jetzt habe ich einfach mal auf YouTube zu dem Thema was gesucht und ich habe da so ein paar ganz interessante Einspieler gefunden. Und zwar von der Internetplattform oder von dem Short-Sender Weltnachrichtensender. Der hat 1,82 Millionen Abonnenten und dort habe ich einfach mal mir angehört, was die Leute da so zu sagen haben in Sachen Rente mit 72. Vielleicht hören Sie sich das alles mal auch kurz an. Ich mache mal hier die Seite noch ein bisschen größer. Ja, vielleicht, genau, wollen Sie mal, ich gucke mal, ja, so. Und jetzt hören wir uns mal an, was die Interviewten hier zu sagen haben zur Rente mit 72. Ich denke, da ist man dann unter Umständen vorher schon in der Kiste. Für den Vorschlag von FDP-Fraktionschef Dürr, einen Renteneintritt erst mit 72 möglich zu machen, hagelt es viel Kritik. Wir haben uns dazu auf den Straßen umgehört. Was halten die Deutschen davon und könnten bzw. wollen sie so lange arbeiten? Also die Fragestellung der Befragung auf der Straße ist ganz einfach. Was halten die Deutschen davon, von der Rente mit 72, können und wollen sie eigentlich so arbeiten? An, was der Querschnitt der Leute dazu zu sagen hat, das ist doch total interessant, wie einhellig hier die Meinungen sind. Ich glaube, langsam ist Ende Gelände. 72 geht nicht. Nee. 72, ja, ist eine sehr lange Zeit, viel arbeiten. Ich finde, dass die Leute genug arbeiten und auch ein Recht haben, früher in Rente zu gehen. Und jetzt bin ich endlich in Rente und ich meine, wenn man das immer noch weiter nach oben zieht, dann haben wir eigentlich von unserer Rente nichts mehr. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung. Ich denke mal, wir leben in einem Land, wo wir uns das leisten können, früher Rente zu machen, unser Leben zu genießen. Ja, meine Damen und Herren, der junge Mann bringt es doch wirklich auf den Punkt, ja. Wir leben in einem Land, wo wir es uns leisten können, früher in Rente zu gehen. Das sage ich auch. Was soll das hier, dass wir uns hinstellen und sagen, Rente mit 72 und wir sollen arbeiten bis 72 und der Hintergrund der FDP-Vorschlags ist ja, dass es ja gar nicht möglich sei, bis 72 in Deutschland zu arbeiten. Ja, was ist denn das für eine Erklärung? Natürlich ist es möglich, mit bis 72, bis 90 in Deutschland zu arbeiten. Da gibt es überhaupt gar keine rechtlichen Hindernisse oder Hürden dafür. Die einzigste Hürde wäre praktisch die körperliche und die psychische Verfassung des Menschen, ob der überhaupt in der Lage ist, in so einem hohen Alter dann noch zu arbeiten. Ja, hören wir mal weiter rein. 72 ist auf jeden Fall zu spät, weil man auch noch nach der Arbeit ein erfülltes Leben haben möchte und die Gesundheit dafür braucht. Rente mit 72, was meint ihr? Ja, genau, meine Damen und Herren, was meinen Sie zur Rente mit 72? Das ist meine Frage an Sie. Schreiben Sie uns doch einfach in den Kommentaren, was Sie davon halten, diesen Vorschlag der FDP halten, dass wir hier in Deutschland eine Rente mit 72 bekommen sollen. Ich weise nochmal ausdrücklich darauf hin, so hat es auch die SPD dann nach diesem Vorstoß klargestellt, dass die Rente mit 72, auch der DGB hat das so geschrieben, dass die Rente mit 72 nichts anderes bedeutet als eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit und damit die Inkaufnahme von höheren Abschlägen, wenn man früher in Rente geht. So sieht nämlich das Modell in Schweden letzten Endes auch aus, auf das die FDP hier permanent abstellt. Näheres zu diesem Thema, meine Damen und Herren, finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de oder auf dem Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen. Ich denke, Rente mit 72, das ist schon ein starkes Ding. Ich bin gespannt auf Ihre Kommentare, was Sie zu diesem Thema zu sagen haben. Wollen Sie auch bis 72 arbeiten?